Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge Minecraft zusammen mit Ben. Hallöchen. Hallöchen. Und ihr habt es wahrscheinlich im Thumbnail schon gesehen. Diese heutige Folge ist ein bisschen komisch, denn immer wenn wir springen, kommt ein Schaf auf uns heruntergeflogen. Ich demonstriere mal kurz. Bumm, jetzt gucken wir nach oben, da kommt ein Schaf runter. Oh, ich bin gestorben. Alter, ich probiere auch. Kann man da ausweichen? Da kann man auf jeden Fall ausweichen. Da kann man auf jeden Fall... Oh shit, ich habe nicht nachgedacht. Oh Mann, man springt halt so häufig. Ohne Witz, das ist so normal. Guck mal, wie soll ich hier denn jetzt rauskommen? So. Okay, ist cool, ja. Und unser Ziel, also unsere Challenge ist heute, 15 Minuten zu überleben, ohne zu sterben. Der erste, der stirbt, der muss demjenigen... Solange man sich in Bewegung befindet, ist kein Problem. Ja, der muss demjenigen einen Döner ausgeben. Ich würde sagen, es geht los in 3. Kann ich auch was anderes haben? Ja. Zum Beispiel. Den neuen Bank-Schülerkalender! Oh. Ach so, nee. Den auch, ja. Den gibt es übrigens auch bei Amazon und allen anderen Buchhandlungsgeschäften. Tschüss. Ich hätte gern Milchshake. Okay. Gebongt. Döner, Milchshake. Let's go, 15 Minuten laufen wir jetzt. Wir dürfen den anderen auch trollen. Das ist auch erlaubt, würde ich sagen. Okay. Okay. Ich check erstmal, ob automatisch Springen aus ist. Ja, ist aus. Ich habe Angst. Und darf man den anderen noch töten? Nee, töten ist verboten. Nur wenn du von so einem Schaf getötet wirst, dann hast du verloren. Ach so. Ich hab jetzt schon übel Hunger, ey. Uns wird jetzt schon Nacht, ey. Wir haben da erst seit 2 Sekunden gespielt. Jo. Schwierigkeit hart. Nein, Spaß ist normal. Okay. Hier ist ein Schaf. Das ist gut. Ich hole mir erstmal was zu essen, weil ich glaube, das ist das, was uns am härtesten hier bald zu schaffen machen wird. Schaffen machen, Sachen. Ich habe auch einen Plan, wie ich an Stein komme, jetzt ohne Witz. Ich lasse einfach Schafe vom Himmel fallen. Boah, das ist clever. Ich baue nämlich gerade Stein ab, aber das ist clever. Ja, meinst du, ich bin 1000 IQ. Echt so? Kann das Schaf nicht töten? Hilfe, es leckt! Lebst du noch? Leckt. Ja. Komm, hier ist aus dem Loch raus. Okay. Ich muss mich rausgraben. Schaf. Hey, das war in meiner Nähe. Uff. Das war sehr dumm. Okay, hier ist leider nur... Hey! Was denn? Warum ist hier ein Schaf explodiert? Ich bin nicht gesprungen. Nicht gesprungen. Okay, das sieht hier gerade nicht gut aus für mich. Und außerdem gibt es hier auch keinen Stein. Stein habe ich inzwischen, aber... Oh Gott. Eisen könnte schwierig werden. Was ist, wenn ich in eine Höhle gehe und dann springe? Kommt dann ein Schaf einfach so aus der Höhle raus? Stimmt, dann bist du safe, glaube ich. Also zumindest... einen gewissen Anteil. Wenn natürlich 10 Schafe runterkommen, dann nicht mehr. Die ersten... Spinne mal abhauen. Ich werde von der Spinne... Friss Schafe! Ha, stimmt! Okay. Ich versuche irgendwo eine Höhle zu finden gerade. Wir machen uns jetzt ein Steinschwert. Der hat Eisen gedroppt! Oha, Alter! Ich habe hier gerade ein bisschen Probleme. Wenn man so schnell hochspringen will und dann verkackt man den Sprung. Ja, auch immer. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich hatte immer nur, dass ich aus Panik dann immer einfach gesprintet bin und gleichzeitig gesprungen bin. Und dann kamen so richtig viele Monster. Oh, ich habe so viel Hunger. Auch, aber ich habe auch Essen. Brauche einen Ofen. Dazu viele Steine. Verdammt. Ich weiß, was ich mir als nächstes mache. Ich mache mir als nächstes ein Schwert. Das ist sicher. Anderthalb Herzen. Oh mein Gott. Aber ich habe hier jede Menge Steine freigelegt. Ja, aber sogar schon Eisen, Steine, manchmal. Die bringen halt nicht so viel, weil die Explosion die Steine immer kaputt... Aha, hier war Ben. Oh nice, wir haben einen Mega-Vorteil jetzt gerade. Denn hier wurde Eisen freigesprengt und derjenige hat es nicht gemerkt. Ja, derjenige, das kann ja nur ich gewesen sein. Derjenige. Da ist eine Hexe, Alter, da hab ich ja gar keinen Bock und die rennt eine Spinne hinterher. Okay, ich hab den Dreh raus, ich hab den Dreh raus. Mit anderthalb Herzen gegen eine Spinne kämpfen? Kritisch. Ah, nein! Alter, oh mein Gott. Das war laut. Oh mein Gott. Das war ultra knapp, Alter. Das war major knapp, Alter. Ich stand an einer Klippe und dann hat mich ein Skelett runtergebumst und dann bin ich runtergefallen. Heftig.
Ja, ohne Witz. Achso, ich habe noch gar nicht fertig erzählt. Bin ich runtergefallen, habe ich aus Panik, bin ich weggesprintet und gehüpft. Oh. Und dann sind die Schafe in meine ganze Spalte hier alle reingefallen. Und dann haben sie Sand explodieren lassen und der Sand wäre beinahe auf mich gefallen. Ich wäre beinahe gestorben. Toll, und jetzt habe ich hier keinerlei Eisen. Wie schnell kriegt man denn Hunger? Ist unnormal, ne? Man kann nur am Essen beschaffen hier, ey. Da ist so ein Skelett, Alter. Oh, wer schießt hier auf... Oh, nee, das war richtig dumm. Okay, ich mach mir hier gerade ein Essens vor. Essens. Ist es auch springen, wenn ich... Oh ja, das ist springen. Das ist so knapp hier gerade alles. Ist das springen, wenn man eine Leiter hochklettert? Ja, das ist auch springen. Leck! Okay, das hier bringt dir nichts. Das ist auch springen, habe ich herausgefunden. Im Namen der Wissenschaft. Okay, gut. Wir graben uns jetzt erstmal in diese Höhle hier rein. Damit wir uns... Oh, hier ist doch ein Skelett, Alter. Hörst du es explodieren? Nee, ich höre dich gerade nicht. Schade. Schafe. Das heißt, es sind nicht in der Nähe. Oh nein. Ich habe kein Holz. Egal. Dann machen wir Folgendes. Wir holen uns erstmal Eisen. Ich brauche auch Eisen. Springst du in eine Höhle? Wie machst du das? Ich baue mich halt einfach durch. Manche Sachen, da komme ich nicht ganz ran. Ah, lol. 1000er IQ-Move. Was passiert, wenn ich im Wasser stehe? Wenn du im Wasser stehst und dann hochspringst, ja. Dann springst du und ein Schaf fällt auf dich. Also kriege ich trotzdem Schaden? Ja. Ah, schade. Wie viele Herzen hast du und wie viel Essen hast du? Fohl. Fohl? Einiges. Egal, haben Fohl, ja. Und jetzt suche ich gerade eine Eisenhöhle. Ich kann mir ein Bett machen. Ben ist gerade in einer Win-Situation. Win-Win-Situation. Ja, Ben ist gerade in einer glücklichen Position als ich. Das kann schnell gehen. Einmal verspringen, man ist tot, Alter. Ja, stimmt, aber eigentlich muss ich warten, bis es Tag wird. Wenn ihr gerade rum... Hä, was ist denn das hier? Hier sieht der Baum denn auf? Moment! 1000er IQ von Elina. Kommt Endlich. Jetzt. Was 1000 IQ? Ich lass einfach die Schafe über mir explodieren. Ich dachte, ich muss hier jetzt so eine Treppe hochbauen. Aber muss ich ja gar nicht. Ben, wir haben noch 5 Minuten 55 Sekunden Zeit. Also Essen habe ich übelst viel. Aber mir fehlt halt Eisen. Ich habe Eisen 8 Stück. Das ist viel. Ich habe ein. Das könnte mir jetzt das Leben retten einfach. Nein! Oh, damn, Leute. Oh, einfach instant nochmal. Oh Mann, das war so dumm. Ich war dem Sieg so nahe. Nur weil ich kein Essen mehr hatte, Alter, ohne Witz, das ist ja der dümmste Kack, der mir hätte passieren können. Hehe, easy, ich bin bei einem Dorf, hier habe ich unendlich Essen, 1000 Heuballen. Jetzt ohne, oh Mann. Och Mann, oh Alter. Nur weil mich dieses blöde Skelett runtergeschossen hat, Alter. Okay, wir machen noch, bis die Zeit vorbei ist, 5 Minuten sind noch. Mal gucken, ob Ben noch stirbt. Jetzt, ja, moin. Das könnte ja sein, wenn ich jetzt noch sterbe. Wieso? Ich bin doch als erstes gestorben. Oh, ja easy. Oder wenn du jetzt zweimal stirbst. Ich zweimal sterbe. Wenn du zweimal stirbst, ich glaube aber nicht, dass du zweimal stirbst. Oh, man weiß nie, sag ich mal, ne? Ja, sag niemals nie, das stimmt wohl. Also ich zerstöre auf jeden Fall gerade das ganze Dorf hier. Och Mann, das war einfach nur, weil ich mich da rausbuddeln wollte. Ich habe übrigens immer noch keine Höhle. Ich hab die fetteste Höhle ever. Wir müssen uns mal bellen, Elina. Lol, Tod Nummer 1. Noch 3 Minuten, 4 Minuten. Komm mal zum Spawn, Alter. Wir machen jetzt ein Battle. Ben, du bist direkt neben mir. Ich sehe dich nicht. Wieso willst du ein Battle machen, Alter? Ich hab gar nichts. Ich bin gestorben, Alter. Der Battle? Ah, da. Gehen Sie weg, ich will keinen Kampf. Was machst du da? Kraften! Ach so. Lina, weißt du, dass ich dich töten kann, ne?
Er wird erst mal aufs Schwert gewechselt. Damit. Hui, 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 hui. Oh nein, du hast meine ganzen Sachen kaputt gemacht, Alter. Hast du nicht gecheckt, was ich vorhatte? Doch, ich wusste es, aber irgendwie hatte ich gerade einen Brain-Aussetzer, aber heftig. Jalina, ich kann, komm her, ich gebe dir eine Revanche. Alter, ich bin so oft gestorben jetzt schon, das ist doch gar nicht mehr feierlich. Alter, oder wie geht das? Ich komme aus diesem Loch nicht mehr raus. Das ist ein Teufelskreis, man kommt hier einfach nicht mehr raus. Alter, ich hab hier was freigesprengt. So. Hier ist übel viel Eisen und alles, ey. Na gut, dann bauen wir mal Eisen ab, ne? Alter, ey, dass man hier nicht blocken kann, das finde ich eine Frechheit. Eine bodenlose Frechheit ist das. Lost. Oh, Elina, warum bist du so dumm? Ich komme hier nicht mehr raus, Ben, ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss hier raus. Also, ich habe jetzt Kohle und Iron. Alter, mein Inventar ist voll, wie geht das denn? Wie kann ich denn explodieren, wenn ich im Wasser bin? Hallo! Aua! Was denn? Ich bin auch gestorben. Ja, wenn du unter Wasser bist, bist du safe, glaube ich. Nein, bin ich nicht. Ich komme hier aus meinem Loch nicht mehr raus. Okay, ohne Schaden überlebt. Hey, du bist woanders gespawnt, ne? Ich spawn die ganze Zeit woanders und ich frage mich, wo du spawnst, wo du da so easy rauskommst, Alter. Spawnst du auf dem Berg oder was? Na, da, wo ich dich gekillt habe. Hä? Okay, Leute, ich schaff's hier noch raus. Dann kannst du mir nicht raushelfen. Ja, ich weiß ja nicht, wo du bist, ey. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Sag mal soll. Die Koordinatos. Koordinatos lauten 311 minus 282. Okay, I'm on my way. Ich spring, dann hörst du mich näher kommen. Ah, oh ja, ich seh dich. Das ist doch easy, hä? Hey, ich komm hier nicht raus, Alter. Hier, warte. Ach so, dann. Ich mach dir vor. Guck zu. Ja. Guckst du? Ja. Okay, pass auf, easy. Alter, jetzt sterb ich doch. Glaube ich, aber. Okay, ich bin auch gestorben, doch nicht so easy. Das ist voll schwierig. Und je tiefer, man. Weißt du was, mir reicht jetzt einfach. Ich mache hier einfach so viele Schafe. Bis ich hier gar nicht mehr rauskomme. Wir haben auch nur noch 25 Sekunden Zeit. Da kommt Ben dann gesprintet. Spring mal hier frei. Ah, nee, das geht nicht. Achtung, hinter dir. Oh, shit. Oh. Das war knapp. Oh, hier, guck mal, jetzt hab ich den Weg hier. Easy. Okay. Ah, pass auf, diese Schafe von mir. Okay. Da schaffe ich es jetzt raus. Mit zwei hey, sauberen... Hey, es steht schon Explosionsschaf vor mir. Oh Gott, jetzt bin ich überfordert. Bin überfordert! Und tot. Nein! Okay, Ben, ich will noch eine Sache, will ich hier machen. Und zwar muss ich dazu den Kreativmodus, muss ich sowieso, weil ich hier sonst in 1000 Jahren nicht mehr rauskomme. Und jetzt will ich hier einmal langjumpen. Und ich will sehen, wie die Schafe alle kommen. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Da kommen sie alle runtergesprintet. Ja, solange man in Bewegung ist, easy. Oh Gott. Habe ich dich getroffen? Nee, aber dich jetzt. Hätte fett erwischt. Ja, aber ich bin ja im Kreativmodus, Alter. Ach so, wenn ich nicht sprinte, dann ist es noch cooler. Schade, dass ich nicht schneller springen kann. Okay, Leute. Damit ist Ben der heutige Sieger dieses Matches. Yeah. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich umso mehr. Alter, bin ich nah dran. Au. Und haut rein, Leute. Ciao. Ciao.